Körperhaltung auf dem Motorrad. Ein sehr, sehr umstrittenes und ein sehr populäres Thema bei euch, was ich heute in diesem Video wieder neu aufgreife. Ich habe dazu ja schon ein Video gemacht, das ist jetzt fast 4 Jahre oder 3,5 Jahre alt. Es hat sich in der Zwischenzeit so ein bisschen was geändert. Zwar nicht alles, aber so ein paar Kleinigkeiten. Und ich will vorweg sagen, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe in fast 100.000 Rennstreckenkilometer mittlerweile. Und das, was ich dazu gelernt habe, was ich verbessert habe, was ich immer wieder neu gelernt habe und so weiter. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt am besten dran. Ist für jeden interessant, egal ob Einsteiger, ambitionierter Hobbyfahrer oder vielleicht auch die, die es noch werden möchten. Ich nutze dazu heute den BMW S1000 Doppel-R von Michael. Das ist nicht mein Motorrad. Somit kann man aber auch nutzen. Motorrad ist Motorrad. Es gibt ein paar Unterschiede für die Körperhaltung. Das ist zum Beispiel der Tank, das ist die Höhe der Sitzbank, das ist die Position der Fußrasten, der Lenkerstummel und so weiter und so fort. Im Grunde genommen ändert sich aber nicht viel. Das heißt, man kann das eigentlich auf fast jedes Motorrad beziehen, vor allem auf die Supersportler. Auch bei den Naked Bikes ändert sich eigentlich nicht ganz so viel. Man sitzt halt ein bisschen aufrecht, aber ich bin auch schon das eine oder andere Naked Bike gefahren, von dem her ist es schon okay. Grundsätzlich vorweg, mit was ich bei der Körperhaltung immer starte, um es so einfach wie möglich aufzuschlüsseln, ist eigentlich die Ausgangsposition des Sitzens. Ihr seht schon, ich sitze jetzt eigentlich hier drauf und rede gerade mal mit euch und sitze eigentlich schon komplett schief am Motorrad, also ich sitze eigentlich schon außermittig vom Motorrad. Das ist auch das, was ich immer prophezei und immer machen zu müssen. Also auf keinen Fall grundsätzlich einmal auf dem Motorrad so sitzen. Das ist eine Sitzposition, die ich ganz, ganz oft sehe. Kommt von der Straße, man sitzt gelangweilt auf dem Motorrad. Man hat auch nicht viel zu tun auf der Straße, wohlgemerkt, außer man fährt gerade irgendeinen Pass. Und dann rutscht man so ins Motorrad rein. Die Füße, die baumeln so rum, die wackeln so auf der Fußraste rum. Die kann man eigentlich auch auslassen, spielt auch keine Rolle, so nach dem Motto, weil sie nicht viel tun. Und dann sieht man so den typischen durchgestreckten Arm. Ich kann also, ich muss das richtig bewusst nachmachen. Christoph lacht hier mit der seinen Kamera. Aber das ist so die typische Haltung, die ich sehe von Leuten, die auf der Straße rumfahren, die dann auch auf die Rennstrecke kommen mit wenig Erfahrung. Und ich muss immer schmunzeln, wenn ich auf der Landstraße, wenn mir Motorradfahrer so entgegenkommen. Ich denke mir immer, es muss so anstrengend sein, was ihr hier macht. Und es geht so viel einfacher. Und vor allem, ich meine, das schaut halt auch komisch aus. Ne? Aber klar, wenn man natürlich Biker-Chicks sieht, die schöne Figur haben, die müssen natürlich so sitzen, damit die Figur schön betont wird. Aber wir wollen ja Motorrad fahren und nicht nur gut aussehen. Und das sind ja keine, also die wenigsten Rennstreckenfahrer sind Frauen. Es gibt auch Frauen, für die ist auch wichtig. Also das hier ist vielleicht nur für die Frau interessant, die auf der Straße fährt und gut ausschauen will. Aber bei Männern sieht es komisch aus. So, was müssen wir als erstes mal tun, damit wir diese nicht funktionsfähige Haltung verhindern? Ja, wir müssen erst einmal zurückrutschen. Also, wir müssen mal vom Tank wegrutschen. Und zwar gibt es da sogenannte Faustregel, die ist ganz geläufig, die habe ich nicht erfunden, die gibt es einfach. Und die Faustregel ist immer Faust zwischen Eier und Tank. Also aber in der langen Form bitte, nicht in der breiten. So, damit komme ich schon mal ein bisschen weg. So, und jetzt wird der eine oder andere feststellen, oh, jetzt rutsche ich aber so ins Motorrad rein, weil jetzt bin ich ja ein bisschen so weg davon und je nachdem, wie der Heckrahmen so ein bisschen positioniert ist, jetzt rutsche ich quasi ins Motorrad und jetzt komme ich quasi irgendwann wieder zu meiner nicht funktionsfähigen Ausgangsposition zurück. Deswegen ist es jetzt entscheidend, bei dieser Faustregelposition schon mal die Beine zusammen zu pressen und da dementsprechend einen Druck drauf zu haben, damit ich dieses nach vorne rutschen verhindere. Die BMW von Michael hat hier schon Stomp Grips dran oder sowas in der Art. Gibt auch andere Hersteller, die helfen einem dabei. Je nachdem, wie viel Oberschenkelmuskulatur ich habe, je nachdem, wie fit ich bin, kann ich sowas nutzen oder eben auch nicht. In dem Fall macht es einen ganz guten Eindruck.
sondern jetzt habe ich schon mal den Vorteil, dass ich schon mal mich im Motorrad mehr verspannen muss und somit auch ein gewisser Druck auch auf den Fußrasten entsteht. Wenn ich so im Tank drin hänge, dann hängen die Beine so, wenn ich mich wegsitze, die Faust, dann muss ich hier zusammenpressen, um nicht nach vorne zu rutschen und dabei entsteht quasi auch ein Druck auf den Fußrasten. Was mir einen guten Kontaktpatch zum Motorrad gibt und ich weniger mich hier oben festhalten muss. So, und wenn ich auch auf der Geraden oder auf der Landstraße so rumfahren würde, dann habe ich auch den Vorteil, man sieht es jetzt ganz deutlich, ich muss jetzt die Arme nicht mehr so abstrecken, sondern ich kann die Arme jetzt eigentlich schon mal so hängen lassen, so ganz, ganz locker, easy. Es spielt keine Rolle, ob ich sie wegnehme, weil der Lenker ist ganz, ganz wichtig. Das ist zum Bedienen der Bedienelemente von Bremse, Gas und Kupplung. Und natürlich, wie es der Lenker schon sagt, zum Lenken, aber nicht zum Abstützen und nicht zum Festhalten. So, das ist einmal ganz ein wichtiger Grundpart. So, da ist es noch, spielt es noch keine Rolle, ob wir jetzt eine Kurve fahren oder ob wir auf der Geraden fahren oder sonst irgendwas. Ich gehe jetzt mal weiter, was einfacher ist, und zwar für die Rennstreckenfahrer unter euch oder die jetzt noch werden möchten, die Haltung auf der Geraden zu erklären, weil wir sitzen jetzt eigentlich geradeaus fahrend, was eigentlich nicht ganz richtig ist, aber wenn man jetzt zum Beispiel eine lange Gerade hat, will man natürlich so aerodynamisch sein wie möglich, und da kommt jetzt in der Regel dann immer das raus, dass man so einen typischen, dass man die Fahrer eigentlich immer so sieht. Also das ist hier das Maximum des Möglichen und man schaut eigentlich so über die Kanzel raus, man hält sich brutal am Motorrad fest, das Motorrad gibt einem fast das Gefühl, dass man nach hinten runtergezogen wird. Ja, und ich kenne das auch und das kann man perfektionieren. Und zwar, wenn man lange geradeaus fahren will und schnell geradeaus fahren will und durchbeschleunigen will, die Gänge durchbeschleunigen, dann ist es einmal wichtig, dass man den Platz nach hinten schon mal komplett ausnutzt. Und da ist schon mal wichtig, dass ich meine Position ändere, indem dass ich mit meiner Hüfte nach oben gehe, also sprich mit den Oberschenkeln meine Kniebeuge mache und nach hinten gehe, so weit wie nur möglich. Und jetzt habe ich den Vorteil, dass man hier viel Platz verschaffen wird. Und jetzt habe ich auch den Vorteil, dass die Ellbogen vor die Knie passen und ich die Ellbogen jetzt nach unten ziehen kann und somit jetzt sogar, jetzt wird das Mikrofon kurz weg sein, somit sogar das Kinn auf den Tank bringen. Und das geht natürlich mit dem Helm einfacher als wie jetzt ohne Helm, weil ich da nicht so weit nach unten muss. Man sieht es auch bei den Profis, die haben hier sogar so ein Kissen auf dem Tank liegen, da wo sie den Helm auflegen können, damit die Vibration nicht so krass wird. Und wie ihr seht, jetzt ist einfach der Kopf wirklich in der Kanzel komplett verschwunden und macht hier eine schöne aerodynamische Linie und ich kann durch das Visier durchschauen und muss nicht oben drüber schauen. Das ist das für das Geradeausfahren. Entspannt irrsinnig die Arme und entspannt auch den Oberkörper, weil man sich einfach mal so fallen lassen kann. Und die wenigsten von uns haben beim Geradeausfahren eine entspannte Phase, sondern das ist genauso eine anstrengende Phase wie das Kurvenfahren, zu dem ich jetzt komme. So nebenbei, wir haben hier unsere Aufnahmen von der Insta360 hier aus Aragon, wo ich die Kamera am Spiegel von einem Standardmotorrad, von der Standard R1, montiert habe. Und da sieht man natürlich schön seine eigene Körperhaltung. Dann könnt ihr auch einmal ein bisschen mit abspicken. Somit, ich weiß, die Kamera ist immer umstritten, wenn wir da Onboard-Videos machen und so. Aber es hat jetzt eigentlich für mich als derjenige, der seine Fahrtechnik verbessern will, den Vorteil, dass ich mich halt immer richtig von überall sehen kann und da auch mal reinzoomen kann und wirklich mich analysieren kann. Deswegen nutze ich die eigentlich. So, jetzt gehen wir zur Kurve. Und zwar ist es immer wichtig, die Ausgangsposition mit der Faustregel zu behalten. Und jetzt einmal so eine Arschbacke nach rechts zu rutschen. Dabei ist wichtig, und das ist der größte Fehler, der passiert. Rutschen ist eigentlich das falsche Wort, eigentlich heben. Weil in dem Moment, wo ich rutsche, passiert so der typisch klassische Fall, ich rutsche mit der Hüfte nach vorne unten. Was passiert? Ich bin quasi wieder komplett mit meinen Eiern am Tank. Und jetzt seht ihr schon Folgendes, ich muss mich hier mit dem inneren Arm abstützen. Weil ich sonst, wenn ich den Arm jetzt wegnehmen würde, würde ich vom Motorrad runterfallen. Weil ich meinen Schwerpunkt so weit vor die Fußraste bringe, vom Körper, dass ich quasi das mit den Beinen nicht mehr halten kann, weil die Fußraste zu weit hinten ist in dem Fall. Und so weit nach vorne bringe ich die gar nicht, dass ich das kompensiere. Das ist Faktor total unmöglich. Deswegen ist es so wichtig, nicht so diese nach vorne Rutschen machen, weil da kommt diese typische Fragezeichenhaltung, ja, wo man dann nicht in der Lage ist, den Ellbogen abzuwinkeln, weil man sonst vom Motorrad runterfällt. Deswegen ist es so wichtig, von der Ausgangsposition mit der Faustregel von der Mitte des Motorrads
nach der Seite zu kommen, also nicht runter, sondern rüber. Und deswegen sage ich immer, also von der Mitte hoch, rüber, runter. Genau, das ist die Ausgangsposition für die Kurve. Dabei ist wichtig, dass ich natürlich den Druck am Tank nie verlasse. Jetzt werden wir mal von oben ein bisschen drauf schauen. Also die Kamera jetzt mal von oben quasi drauf halten, dann sehen wir richtig schön, wie ich außermittig vom Motorrad sitze und man sieht, wie ich trotzdem schön hier quasi den Tank zusammenpresse, um mich am Motorrad zu halten. So, das ist meine Ausgangsposition für die Kurve und es ist immer ganz wichtig, dass diese Ausgangsposition schon auf der Geraden vor der Kurve stattfindet. Also nicht erst, wenn die Kurve kommt und ich beim Anbremsen darüber muss. Wenn ich beim Anbremsen darüber muss, kommt in dem Moment die komplette Kraft auf die Arme drauf und ich gebe irgendwelche unkoordinierten Lenkimpulse, das ist schlecht, sondern ich möchte, dass dies schon vorm Anbremsen geschafft wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ausgang auf eine gerade Rechtskurve habe und nach rechts weggert fahre, dann kann ich auch rechts sitzen bleiben. Wenn ich das aber nicht will, gibt es auch eine Möglichkeit. Dann muss ich halt so fit sein, dass ich dann wieder in die Mitte zurückgehe, die gerade kurz fahre, vor dem Anbremsen mich schon rübersetze und dann erst den Bremsvorgang mache. Aber ich muss vor dem Bremsvorgang schon drüben sitzen. Das ist eigentlich eines der wichtigsten Dinge. Wenn das der Fall ist und ich anbremse, dann ist es mir frei überlassen, ob ich das Knie schon öffne oder das Knie noch am Tank lasse. Na, manche brauchen die Abstützung am Knie, dass sie den Support haben, hier zusammenzudrücken und weniger Kraft beim Bremsen auf den Armen haben. Die Kraft auf den Armen ist nicht zu vermeiden, das kriegst du nie ganz weg. Ich versuche immer so wenig Kraft wie möglich auf den Armen zu haben. Natürlich ist da eine Restkraft, aber ich versuche einfach so maximal viel Kraft im Motorrad zu haben. Dann ist immer wichtig, dass die vorgesehene Fußraste, die jetzt gleich innen sein wird, in dem Fall die Rechtsfußraste, muss immer auf dem Ballen sein. Und da mache ich mir immer so einen Trick eigentlich. Man hat so einen gewissen Punkt, auf dem man die meiste Kraft hat. Man merkt es eigentlich schon beim Fahrradfahren. Wenn du Fahrrad fährst, dann merkst du schön, wo du am Ballen die meiste Abrollkraft hast, wo du am besten drücken kannst. Das ist nicht die Ferse, sondern es ist in der Regel irgendwann am Ballen. Und diesen Punkt suche ich mir in der Regel beim Anbremsen schon immer, indem ich das Knie aufmache und dann so mit dem Fuß leicht mal so hin und her wetze, um den Punkt zu finden und dann maximale Kraft zu haben. Und das ist mein Anbremspunkt. So, und jetzt seht ihr schon, jetzt beim Anbremsen ist es so, dass ich natürlich maximal Wind an mich nehme, um die Bremswirkung zu verstärken durch positiven Einfluss des Windes. Und umso mehr Wind ich hier annehme, desto weniger muss ich mich abstützen, weil der Wind bremst mich ja mit, bin ich wie so ein Fallschirm. Dann ist auch noch wichtig, dass ich auf der äußeren Seite schön das Motorrad im Knieschluss habe, also sprich den Oberschenkel schön um den Tank geschmiegt habe. Natürlich nicht die Faustregel vergessen, die darf nicht fehlen. Und auf der äußeren Seite ist wichtig, dass der Fuß schön in der Hacke eingehakt ist. Wenn ich so bin, kann ich nicht so viel Kraft auf den Tank bringen, aber wenn ich so bin, kann ich schön den Tank einhängen. Das heißt, ich habe maximal Kontrolle im Motorrad und bin maximal ins Motorrad verankert. So, und wenn dann die Kurve kommt und ich quasi die Kurve einleite, brauche ich eigentlich nur den Impuls zum Einleiten. Der Impuls kann sein der Lenker, zusätzlich das Körpergewicht, was sich bam in die Kurve hineinfallen lässt. Und jetzt kommt eigentlich erst der schwierigste Part. Bis dahin ist eigentlich noch relativ einfach. In der Regel bin ich bis kurz vorm Scheitelpunkt auf der Bremse, versuche das Motorrad zu verzögern, nicht maximal zu bremsen bis zum Scheitelpunkt, aber zumindest zu verzögern. Und der Moment, wo ich die Bremse losgehe, an den Scheitelpunkt rangehe, ist auch der maximal Schräglagenpunkt. Und den maximal Schräglagenpunkt will ich natürlich so safe wie möglich machen, weil wenn ich wo stürzen kann, dann ist es entweder noch auf der Bremse oder am Scheitelpunkt in maximaler Schräglage, weil Schräglage ist wie bekanntlich am gefährlichsten. Und da ist natürlich wichtig, so viel Körpergewicht wie nur möglich in den Kurvenradius nach innen zu bringen. Das könnt ihr euch vorstellen wie auf einer Kinderkarussell, das wo du selber andrehen musst. Wenn du dich nach außen hängst, fühlst du extrem anstrengend an, die Gehkräfte werden stärker. Wenn du dich nach innen hängst in den Radius, wird es weniger. Genauso ist es hier, wir versuchen uns nach innen zu hängen, in den Kurvenradius, um die Fliehkräfte nach außen zu verringern. Das ist im Endeffekt die Physik hinter dem Ganzen, um es kurz zu fassen. Und deswegen ist es entscheidend, neben das Motorrad zu kommen. Umso mehr ich die Bremse löse, desto schräger, dass ich werde, umso wichtiger ist es, neben das Motorrad zu kommen. So, und jetzt kommt das sogenannte Ellbogenschleifen ins Spiel, was ursprünglich kein
Ellbogenschleifen war. Es hat niemand gemacht, weil er wollte Ellbogenschleifen, sondern es wurde gemacht, weil man so viel wie möglich Gewicht neben das Motorrad bringen möchte. Und ich kann hier nicht so weit, sonst falle ich vom Motorrad. Also der Ständer kippt um. So, und da kommt eigentlich das Ganze ins Spiel. Ich will so viel Oberkörper und so viel Gewicht wie möglich in die Kurve hineinnehmen. Und dazu ist es notwendig, den Arm ein bisschen aufzudrehen. Denn wenn ich den Arm hier nicht aufdrehe, dann stehe ich mir mit dem Arm so ein bisschen im Weg. Es hilft aber trotzdem, es geht trotzdem schon sehr gut, wie ihr seht. Wenn ich den Arm aber aufdrehe, bekomme ich einfach viel mehr Gewicht, viel mehr Oberkörper in den Kurvenradius mit rein. Und somit bringe ich das Körpergewicht auch weiter nach vorne. Weil in dem Moment, wo ich die Bremse loslasse, verringere ich das Gewicht auf der Gabel und somit kann ich mit dem Körper das wieder ein bisschen kompensieren und schön Gewicht auf der Vorderachse zu lassen. Der Moment, wo ich dann die Bremse loslasse, mache ich immer so eine kurze Bewegung in der Hand, um die mal zu lockern. Zu lockern und dann kann ich den Ellbogen schön positionieren, gehe ans Stützgas, das heißt 10% Drosselklappe, fahre meinen Radius fertig und jetzt kommt der sogenannte Pickup-Moment. Der Pickup-Moment ist der Moment, wo man das Motorrad nochmal zusätzlich von einem weg pusht, so viel wie möglich Auflagefläche auf den Reifen bringen möchte, um so viel wie möglich Grip zu produzieren und um so hart wie möglich beschleunigen zu können. Man sieht es auf der Aufnahme aus Aragon richtig schön hier aus dieser Rechtskurve raus, wie ich das Motorrad reinbremse, die Bremse loslasse, die Hand lockere, den Oberkörper neben das Motorrad bringe, den Ellbogen nach unten ziehe, ohne Ellbogen zu schleifen, aber einfach um quasi maximal Körper neben das Motorrad zu bringen und dann versuche ich das Moped von mir wegzudrücken und das ist auch der Moment, wo ich dann kompromisslos das Gas umdrehe und sobald das Motorrad aufrecht genug ist, komme ich zurück ins Motorrad und fahre quasi die kurze Gerade, setze mich wieder nach rechts rüber oder bleibe rechts sitzen, ich glaube, ich bleibe rechts sitzen und bremse dann wieder an und leite das Motorrad wieder mit dem Oberkörper und dem Knie in die nächste Kurve hinein. Das ist eigentlich so die Kurzfassung und ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wie viel man noch drüber sprechen könnte. Wahrscheinlich könnte ich euch 3 Stunden lang noch ein paar weitere Details von der Körperhaltung, die ich in den letzten 100.000 Rennstreckenkilometer gelernt habe, beibringen. Aber das würde vermutlich jeden Rahmen jedes Videos sprengen. Und deswegen denke ich, ist das ein neues Revival, was wir mal nochmal aufleben lassen, mit neuer Erfahrung, wo ihr mal vielleicht Trockenübungen an der Garage machen könnt. Ihr könnt es auch auf der Landstraße üben, ihr könnt es auf der Rennstrecke üben. Macht euch aber nicht zu viel Gedanken darüber, ob euer Kopf so ist oder so ist. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, merkt euch das, Physik, so viel Gewicht wie möglich in den Kurvenradius zu bringen, um die Fliehkräfte nach außen zu reduzieren, um maximal Grip zu bekommen oder maximal Kurvenspeed, maximal Grip am Ausgang und. Das ist das Ziel der Körperhaltung. Wie es ausschaut, ist zweitrangig. Ihr müsst den Ellbogen schleifen. Wenn man Ellbogen schleift, dann ist es natürlich cool. Ich mache das schon auch hin und wieder in meiner schnellsten Runde mittlerweile, um einfach mal kurz zu tasten, wo bin ich denn? Ah, okay, bin schon, alles klar. Ah, okay. Und dann ziehe ich ihn meistens eigentlich wieder ein. So, das war's von mir. Ich hoffe, das Video war ein bisschen interessant. Schreibt es gerne in die Kommentare, gebt mir gerne einen Daumen nach oben für dieses Video und abonniert natürlich auch den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.